Die Präsidentschaftswahl in Montenegro hat in der ersten Runde noch keinen Sieger hervorgebracht. Amtsinhaber Milo Djukanovic und der Kandidat der proserbischen Partei Europa Jetzt, Jakov Milatovic, gehen als die zwei Erstplatzierten am 2. April in eine Stichwahl. Djukanovic lenkt in wechselnden Funktionen schon jahrzehntelang die Geschicke Montenegros. Više od 100.000 ljudi je napustilo Crnu Goru za vrijeme vladavine Mila Đukanovića. Milatovic war im ersten Wahlgang auf 29% der Stimmen gekommen, Djukanovic auf 35. Ova pobjeda koja je bila sinoć, koja će se neće zapečatiti 2. aprila, je pobjeda slobodne Crne Gore. To je pobjeda ljepše, bogatije i pravednije Crne Gore. I to je pobjeda svih nas. Auch Djukanovic ist sich eines Sieges sicher. Er sagte, er sei davon überzeugt, dass er die Argumente auf seiner Seite habe und er auch diesen Gegenkandidaten bezwingen werde. Djukanovic hatte Montenegro 2006 in die Unabhängigkeit und 2017 in die NATO geführt.